Abteilung, halt! Zum Schluss fertig! Abknien. Leg an! Feuer! Sprung auf! Mach mal vorne! Sehen, ob sie entladen und sie so aufbewahren, dass Kinder nicht dazu gelangen können. Die Ortsunterkunft darf nur in sauberem Anzug mit untergeschnalltem Koppel und nur mit Genehmigung verlassen werden. Beziehen der Quartiere, wegtreten! Freudig mitteilen, dass Sie im Sitzungssaal des Rathauses untergebracht sind. Kommission darüber hat der Haushalt. Da kommt ein Gebiet. Ja, der Familie Beckmann. Mein Mann ist jetzt gerade bei der Schmiede, der ist da Helfer. Der hat jetzt keine Zeit. Die Räumlichkeiten sind offen? Die Räumlichkeiten sind schon offen. Sie können hier an dem Außeneingang hochgehen und Quartier beziehen. Gut, dann danke ich der Dame des Hauses. Ich würde mich dem Herrn noch vorstellen, so wie er wieder von seiner Tätigkeit zurückgekehrt ist. Ja. Vielen Dank. Ja, bitte. So, Kameraden. Danke.
werden es dort hier ein. Doch, Gepäck ablegen, doch, und entsprechend sichern und abstellen. Ne? Ein wunderschönen guten Tag. Wir suchen das Gebäude Molz B3. Dann sind Sie bei uns. Ah, dann darf ich bitten. Wollen wir alle folgen? Ja. Genau. So, Quartiere beziehen. Von hier darf ich. Gleichzeitig noch die Kommandostellen. Also ganz besonders gut benehmen, Jungs. Ja, gut verhalten und so. Genau. Und wenn der was kann, dann das. Das ist ja gut. Aber okay. Ich nehme da unten was am Fenster. Das steht hier unten links. Ja, in Ordnung. Und dass mir niemand schnarcht. Ja, das ist alles sehr ordentlich und sauber. Ne? Da waren wir doch schon Stunde untergebracht. Soll ich denken? Das geht doch mit rausziehen. Einmal raushängen. Oder kann ich das wieder raus? Ah, da haben die Sanitäter auf der Schule. Das ist doch schon mal. Also, wir haben uns schon alle so wettbezogen für Sieger-Sanitätsmittel für Schüler. Bleibt dann hier unten das rechte Bett, wenn es denn genehm ist. Ist genehm. Ist genehm. Der Rechtskeller? Bei uns? Nee, das Nüste. Wie viel Limonade ist hier? Ach, willkommen. Auch zweimal einteilen zur Postenerstellung. Material liegt hier. Manche weiter unten an der Schule, an besprochenem Platz. Zweimal reichen. Mit Liste oder ohne? Ohne. Die Liste ist jetzt abgelegt, quartierbezogen. Ja, Flaggenfarben entsprechend der Lichtverhältnisse. Das heißt, die dunkelblaue Flagge zum Beispiel bei Nebel, die gelbe Flagge bei Standardsichtverhältnissen, die weiße Flagge bei strahlendem Sonnenschein. Ja. Sollte man auch wieder kurz in die Grundstellung zurückkehren und über eine wirklich mal in der Grundstellung fahren. Beim Winken geht es ja relativ flüssig. Aber, ja, du meinst jetzt aufschreiben, Punkt, Strich, Punkt, Strich. Im Grunde genommen wird direkt beim Aufschreiben von der Buchstabe gesprochen. So, dann würde ich jetzt mal sagen, die, die winken, kommen mit mir. Und die, die empfangen, gehen mit runter ans Ende der Straße. Viermal kurz. Einmal kurz. Was wollt ihr noch? Ein
Alfred! Erstes Lied, ein Schritt vor! Zur Löhnung, Soldbücher freimachen. Ohne Soldbücher keine Löhnung. Weit aus. Ein bisschen weiter oben. Weg. Zieh bitte da drauf, aber. Ja. Ja, da liegt doch die Trommel. Am Rand von der Hecke hier. Ihr müsst die nur rausholen. Da sitzt sie. Da ist auch das Deckelchen. So. Beim Kurbeln. Dreimal gut durchkurbeln. Und dann sollte der andere den Anruf bekommen, die Gegenstelle. Und sollte dann den Hörer abheben. Und wenn das Gespräch angenommen wird, den Hebel hoch. Und auch hochhalten. Zum Sprechen. Hiermit kann man das Hören etwas verstärken und das hier ist ein Rufsummer, damit kann man auch unter anderem entweder morsen oder auch rufen. Weil der Eiserne, der hat normalerweise keinen Kurbelinduktor, der wird gerufen gegenseitig mit dem Piepston. Ne? Bei dem Gerät ist ein Knopf, im Prinzip der Ersatz für den Hebel. So, der Prinzip hierbei das gleiche, ich will nur gerade erklären. Ja, und hierbei den ist es. Genau. Wenn du das Vorbild hast. Na, kannst du mir jetzt noch drei Paar Socken ausziehen? Das ist besser wie zu klar, ne? Alte Armee, wie ist die Verständigung? Prima. Schon Essen gefasst, Kamerad? Ende des Gesprächs. Und zusätzliche Form des Grüßens, sage ich mal, gibt es auch noch. Ich weiß nicht, ob ihr das mal gesehen habt. Und zwar auf Posten mit Gewehr, wie gesagt, einmal durch das stillgestanden. Das ist ja schon mal eine Art Gruß. Ne? Zusätzlich gibt es noch das seitliche Rausstellen des Gewehrs. Eine besondere Form mit, sag ich mal, einem höherer Dienstrang oder ein Kaiser kommt, sag ich mal, da kannst du als Postenmann auch kurz wieder zur Seite stellen, warten, bis die Personen vorüber sind. Und dann wieder. Dann you
Erlaubnis für Artilleristen. Ja. Dann müssen die reagieren auf uns. Das heißt, wir drücken jetzt nicht auf die drauf zu. Oder wir marschieren die Straße entlang, im Graben. Ja, wir werden schon wieder umfasst. Ja, natürlich, deswegen tun wir die jetzt aushebeln. Ich würde jetzt unten an der Straße entlang gehen, im Graben. Machen wir das auch. Machen wir da, einen hier. Gar nicht. Langsam schießen wir weg. Nein. Leg an! Leg an! Feuer! 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 Unter Wahrung der guten Sitte bitte ich Sie umgehend dafür Sorge zu tragen, dass dies nicht mehr geschieht. Uns geht denn aber Prozess. Das ist doch einfacher. Kaiser! Ja, hat schon brav gewesen. Die hängen nur und haben so Blecheinsätze. Setzt man dann hier rein. Ja. Korbettiert nach vorne. Spannt. Und kann dann schießen. Ja. Vorteil ist, das Ding kann ich im Liegen laden. Ja. Und bin etwa 2,5 mal so schnell wie beim Vater. Ja. Vorstempel W mit Krone, ja. Dann die Hersteller, Bruder Beiersberg in Solingen und dann hier die Regimentsnummer. 28. Moment, 98. Reserveregiment, ja. 10. Kompanie Nummer 166. Oben angehabt haben hier die Infanterieregimente, also die Regimentszahlen drauf gehabt, aber die Pickelhaube ist die gleiche. Ja. Die gegen moderne Geschosse einzusetzen, ist völlig irrsinnig. Ja. Das haben die Jungs dann auch im Graben sehr schnell festgestellt, haben als allererstes zuerst mal die Pickel weggeschlagen. Weil hier im Graben, wenn ich da laufe, ne, dann sieht der andere ganz genau, wo so ein Mensch sich bewegt, auch wenn der den selbst nicht sieht. Guck mal, wie hoch der Unterschied ist. Ne? Das ist schon ganz gewaltig. Und wenn ich dann irgendwo in eine Senke komme, wo halt jetzt irgendwo der Graben weggeschossen ist, dann wartet der andere schon drauf. Der sieht mich schon dann ganz genau auf dieses Loch zulaufen und dann braucht nur da hinzuhalten und dann ist das Thema zu Ende. Und deshalb waren die Dinger sehr schnell weg und dann hat man im Ersten Weltkrieg ja dann auch richtige Schutzhelme.
ab zum Gebet. Das Gewehr. Hinten wegtreten. Ein Dreifach-Hurra auf unsere Spielleute. Hurra! 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 Hurra!